herzlich willkommen zu einem wunderbaren neuen Video, immer noch aus Los Angeles, auch wenn wir die Stadt in Kürze verlassen werden. Und diesmal ein Video, was vielleicht gar nicht so lustig ist, denn wir reden heute über den Tod, was womöglich nach dem Tod passieren könnte. Wir besuchen das Museum of Death und wir werden noch einen kleinen Friedhof abchecken. Ja, das alles und noch viel mehr gleich unten auf der Straße. Setzen wir auch im Taxi Richtung Museum of Death. Wie gesagt, da will ich mit euch hin und heute mit euch darüber reden, was wohl nach dem Tod denn alles so passieren könnte. Viele glauben an die Reinkarnation, viele glauben an den Himmel, viele glauben an das Paradies, viele glauben an die Hölle und was weiß ich noch alles. Vielleicht ist es einfach nur ein riesen Blackout. Ich erzähle euch gleich noch darüber mehr und auch über die Geschichte, dass mein Bruder mal gestorben ist kurzzeitig. Dazu aber gleich, wenn wir dann beim Museum sind. Und jetzt sind wir in Hollywood, da wo sich das Museum des Todes befindet. Und dazu will ich euch noch ganz kurz die Geschichte von meinem Bruder erzählen, während wir uns hier auf den Weg dorthin begeben. Und zwar war es so, dass er seine Weisheitszähne operiert bekommen hat. Ein weiser Kerl war er noch nie, aber er hat seine Weisheitszähne operiert bekommen und Penicillin gespritzt bekommen, weil sich irgendwas entzündet hat. Und er hatte eine Allergie gegen Penicillin. Und dann hat sich die Luftröhre komplett zugekleistert, liebe Freunde. Richtig böse Situation. Und das Schlimmste war dann, dass er einen Luftröhrenschnitt bekommen musste, weil er beinahe erstickt wäre, beziehungsweise erstickt ist. Er war schon kurzzeitig tot, musste wiederbelebt werden und so weiter. Richtig, richtig krasse Geschichte. Und was er mir erzählt hat, ist, dass er seinen Körper nicht mehr gefühlt hat, wirklich sich in einer anderen Welt befunden hat und auch so einen Zeitraffer seines Lebens hatte. Und das ist natürlich eine super interessante Geschichte. Vielleicht kann ich ihn dazu auch nochmal befragen. Er meinte aber, er hat keine Angst mehr vor dem Tod. Es war tatsächlich, sobald die Angst überwunden war, ein recht schönes Gefühl. Naja, wir werden uns jetzt auf jeden Fall das Museum of Death reinziehen und mal schauen, ob wir da weitere Antworten finden. Da ist es nun, das Museum des Todes, da ist der Eingang und ich muss ja sagen, ich persönlich habe schon ein bisschen Angst vor dem Tod, vor allem vor den Schmerzen, die man hat. Wie sieht es denn da eigentlich bei euch aus und was glaubt ihr, wird nach dem Tod passieren, wenn man dann gestorben ist? Man hat natürlich auch eine riesen Drogenausschüttung, man schüttet körpereigene Drogen aus, vielleicht ist das auch der Zeitraffer, den mein Bruder gefühlt hat, weil man dann irgendwie vereinfacht bekommt, dass man stirbt, also vom Körper aus soll es da irgendwas geben. Sehr interessante Geschichten, vielleicht auch sehr interessante Diskussionen, gerne Kommentare nach unten. Jetzt aber erstmal ein bisschen was Lustiges hier im Museum of Death oder vielleicht auch gar nicht so lustig. Mal sehen. Mal eben ein schöner Folterstuhl hier. Angenehm hier. Mal eine kleine Rundführung. Und hier auch jede Menge Sachen. Mordwaffen der Japaner, wo die sich selber mit umgelietet haben und was weiß ich. Polizei auch. War ebenfalls hier. Oh, der sieht aber auch geküsst aus. Nicht nett. Hier sind die ganzen Serienkiller. Die kennt man doch. Der Job des Bestatters, auch ein ziemlich krasser Job. Vielleicht kann ein Bestatter von euch da mehr zu erzählen. Mit diesem Messer wurden die Leute in China geköpft. Krass. Das war das Museum of Death. Sehr, sehr kurzer Besuch, denn ich durfte dort drin leider Gottes nicht filmen. Wahrscheinlich haben die Angst, dass ich da irgendwie die Tour vermassel, weil ich schon alles vorwegnehme oder bibabo. Hab natürlich ein paar Shots jetzt machen können, aber das war nicht so viel. Man muss allerdings auch sagen, so spektakulär war das Ganze gar nicht. Ja? Man hat verschiedene Serienmörder kennengelernt. Man hat irgendwelche Waffen gesehen, mit denen Leute geköpft wurden. Wie gesagt, die chinesischen Macheten da oder was es am Ende war, richtig heftig. Ja, da wir jetzt hier nicht mehr weiter rein dürfen, werde ich euch jetzt mitnehmen zum Friedhof, wo viele Promis begraben sind. Und da werden wir noch weiter über den Tod sinnieren. Schnell aus dem Taxi ausgestiegen und jetzt sind wir am sogenannten Westwood Memorial Park. Und hier liegen super viele Superstars begraben. Zum Beispiel die weltbekannte Marilyn Monroe. Wir kennen sie alle, wie sie damals mit ihrem kurzen Röckchen losgelaufen ist und das Röckchen hochgeflogen ist. Oder Peter Falk, Columbo, ja, kennt ihr auch noch, den alten Inspektor. Oder beispielsweise Janis Joplin. Die war ja in Woodstock aktiv, eine ziemlich bekannte Musikerin. Ja, und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal rein. Thank you.
Während ich jetzt hier auf diesem wunderbaren Friedhof stehe, kann ich euch mal über meine Erfahrung mit dem Tod berichten. Abgesehen von der Geschichte von meinem Bruder, muss ich dazu sagen, dass ich ziemlich früh Kontakt mit dem Tod hatte. Jetzt nicht, weil Haustiere gestorben sind, sondern weil ich gemeinsam mit meiner Mutter meinen toten Opa damals gefunden habe. Mit 6 Jahren war das. Und das war meine erste Konfrontation mit dem Tod, die ich damals allerdings sehr, ich sag mal, locker gesehen habe, weil ich, mein erster Satz war, hey, der sieht ja aus wie ein Vampir. So war mein Satz, ja, und ich habe das natürlich noch nicht ganz gecheckt und noch nicht ganz betrachten können, weil ich erst 6 Jahre alt war. Ich habe aber auch schon schlimme andere Schicksale miterlebt, wenn ich das kurz einwerfen darf. Auch schon Leute, Freunde gesehen, die an Krebs gestorben sind, Leute gesehen, denen ich beistehen musste, auch am Sterbebett. Also es gab einige Sachen in meinem Leben auch, die waren nicht so spaßig. Und der Tod gehört, glaube ich, bei uns allen dazu, leider Gottes. Und hier wird dieser Friedhof richtig, richtig schön, muss man sagen. Also mit Brunnen, richtig tolles Ambiente, wenn man das so sagen kann, für einen Friedhof. Aber der wirkt irgendwie harmonisch und gar nicht so tödlich, sage ich mal. Finde ich schön hier, den Friedhof, wirklich. Hier auch die ganzen Blümchen an der Seite, wenn man sich das mal so anschauen will. Also da muss ich sagen, wäre doch gar nicht so schlecht, hier begraben zu werden. Was ich recht beeindruckend finde an diesem Friedhof, ist, dass hier so gut wie alle Nationalitäten begraben werden. Egal ob Chinese, Moslem oder Christ oder gar Jude, hier werden alle begraben. Sozusagen ein internationaler Friedhof. Der gute Billy Wilder, ziemlich lustiger Spruch. I'm a writer, but then nobody's perfect. Sanctuary of Remembrance. Hier haben auch diverse Promis ihre letzte Ruhestätte gefunden. Auf jeden Fall ein schöner Friedhof, muss man wirklich sagen. Das Grab hier ist schon sehr lange da. Bereits 1921 ist Carl R. Johnson gestorben. Auch lustig, die Amis fahren hier teilweise mit ihren Autos auf den Friedhof. Gibt's auch nicht häufig. Das hier ist der Gebetsraum. Da ist momentan niemand drin, aber man will natürlich auch nicht stören. Die gute Mama San, wie sie genannt wird, ist noch gar nicht so lange tot. 2017 gestorben, wurde ziemlich alt. Und da ist es auch, das Grab von Marilyn Monroe, der Ikone, der Stilikone, wohl der berühmteste Mensch, der hier auf diesem Friedhof vergraben ist, neben Walter Matthau und vielen weiteren. Also das ist wirklich ein krasser Friedhof. Was für ein heftiger Friedhof. So viele prominente Personen liegen hier begraben. Ich war natürlich jetzt nicht an jedem Grab, aber hier liegen wirklich diverse Leute. Ist natürlich fast an jedem Friedhof in Los Angeles der Fall, weil natürlich auch Los Angeles so eine große Dichte an Superstars hat. Und die sterben nun auch mal, wie jeder Mensch sterben wird, wie ich sterben würde, wie du sterben wirst. Und leider kann ich dir nicht sagen, was nach dem Tod passieren wird. Ich wünschte, es wäre so, aber das werde ich euch wohl erst verraten können, wenn ich tot bin. Und dann wird es ein bisschen schwierig. Das ist auf jeden Fall das große Mysterium der Welt. Ja, und vielleicht habt ihr ja Lust, irgendwie euch an der Diskussion zu beteiligen. Vielleicht hattet ihr selber schon eine Nahtoderfahrung, wollt darüber berichten. Vielleicht auch irgendwelche Erfahrungen, die ihr gesammelt habt, wo ihr sagen könnt, so könnte es vielleicht doch nach dem Tod sein. Ich bin auf jeden Fall ein Verfechter der These, dass wir doch irgendwie eine Wiedergeburt kriegen oder dass wir wiedergeboren werden, weil irgendwie ist alles in der Welt ein großer Kreislauf. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. War mal ein bisschen anderes Video hier auf dem Memorial Friedhof im wunderschönen Los Angeles. Und ich muss sagen, dieser Friedhof, der wirkt doch sehr, sehr schön. Ich kann es wirklich nur so sagen. Meistens haben ja Friedhöfe so ein bisschen was Scariges an sich. Aber vielleicht liegt das auch einfach in der Sonne und dem Aufbau dieses Friedhofs, der so ein bisschen beruhigend wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Danke, dass ihr auch bei diesem Video so fleißig dabei wart. Wir sehen uns wieder im nächsten. Und schaut doch mal auf dem Kanal vorbei. Bis dahin.